Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako, das ist der Kanal Jivaka World. Heute werde ich ein paar klare Worte zu dem Telegram-Kanal von mir geben, die euch dabei helfen können, zu sehen, wofür dieser Kanal eingerichtet ist, worum es dabei geht, wie die Regeln dort sind. Die Regeln, mal vorweggeschickt, sind von mir aufgestellt, denn ich bin derjenige, der diesen Raum eingerichtet hat, der den Inhalt vorgegeben hat und eine ganz bestimmte Intention mit der ganzen Sache verfolgt. Wie du hoffentlich schon mitbekommen hast, dann habe ich ein Buch geschrieben und das Buch heißt Das Buch der Macht. In diesem Buch geht es um Selbstermächtigung, um Selbstbestimmung. Es geht um die Schöpfung und wie sie in deinem Sinne verändert werden kann. Das heißt, wie du dich von all dem befreien kannst, was dich bislang dazu bewegt, die Welt in der Weise zu schöpfen, wie du sie gewohnt bist, vielleicht gewohnt warst. Und der Telegram-Kanal, der ist für Menschen bestimmt, die mit diesen Methoden arbeiten, die zu ihren Erfahrungen kommen in Verwendung der Methoden und die sich austauschen wollen als Praktizierende, um sich gegenseitig zu helfen, um sich zu unterstützen, um sich zu bereichern. Dafür ist dieser Kanal da. Wofür er nicht da ist, ist, andere Inhalte in ihn einzubringen, die von anderen Kanälen angeboten werden. Ja? Und falls du auf diesem Kanal erscheinen willst oder Nutzen aus diesem Kanal ziehen willst, aus diesem Chat, aus dem Treffen mit den Menschen dort, dann gibt es zwei Vorbedingungen. Ja, die gibt es. Die eine ist, dass du dein Gesicht zeigst. Das heißt, dass auf deinem Profilbild dein Gesicht sichtbar ist und nicht irgendein Logo oder irgendein Buchstabe. Zweitens, dass du deinen Namen zeigst und gibst, damit die Menschen und auch ich wissen, mit wem sie zu tun haben. Dass wir, also jetzt rede ich von mir, dass ich ein Gesicht sehen kann mit einem Namen. Dann, falls du dazukommen möchtest, dann gelten die gleichen Regeln wie allgemein in der Welt. Wenn du einen neuen Raum betrittst, dann stell dich vor, dann sage, wer du bist und was du willst. Das ist gutes Benehmen, ganz normales Benehmen. Du würdest sicherlich auf keine Party gehen, ohne dich vorzustellen, beim Gastgeber, bei den Gästen. Und du würdest ganz sicherlich auch nicht an den Plattenspieler gehen, sagen, die Musik ist scheiße, ich lege jetzt eine andere auf. Oder über das Essen oder über das Angebot mäkeln und was anderes auf die Theke stellen. Vermutlich würdest du das nicht machen. Es gibt solche Gäste und das sind diejenigen, die nicht willkommen sind, weil sie sich nicht benehmen können. Das sind die Gäste, die schnell wieder rausfliegen. So, das sind die Regeln. Die sind von mir so aufgestellt, weil es mein Recht ist, diese Regeln aufzustellen. Denn ich habe diesen Raum geschaffen. Ich habe die Einladung gegeben
und ich übernehme die Verantwortung für diesen Raum und was in ihm vor sich geht. Das ist wichtig. Auch da wieder, stell dir vor, da ist jemand, der organisiert eine Party, lädt die Gäste ein und dann kümmert er sich nicht darum, was dort vor sich geht. Wäre nicht rechtens, finde ich. Wer einen Raum gibt, der muss auch dafür sorgen, dass in diesem Raum alles im Guten verläuft. Und das ist meine Verantwortung, die nehme ich. Ja, finde ich ganz normal. Also nochmal kurz runtergebrochen, worum es geht. Wenn du in diesen Chat kommen willst, in diesen Telegram-Kanal, dann kannst du ihn dafür nutzen, dich auszutauschen mit anderen Menschen, die mit den Methoden arbeiten, die ich auf diesem YouTube-Kanal Jivaka World erkläre, gebe, schon seit etwa 7 Jahren. Und du kannst dich austauschen über die Inhalte des Buches Der Macht. Falls da Fragen sind, können die da geklärt werden. Falls du Fragen an andere hast, die ebenfalls mit diesen Methoden arbeiten und wissen willst, wie sich das bei denen darstellt, was sie für Ergebnisse erzielen und so weiter, dann kannst du auf diesen Kanal kommen. Wenn du nur kommen willst, um zu gucken, am besten noch mit einer Maske vorm Gesicht, als Voyeur, dann wirst du gelöscht werden. Wenn du erscheinst und mäkelst über das Angebot, was dort ist, und ein anderes einbringen willst, dann öffne deinen eigenen Kanal. In diesem wirst du damit nicht landen können, denn dann wirst du gelöscht von mir höchstpersönlich. So, das war, was ich mal sagen wollte zum Thema Telegram-Kanal. Das ist immer mal wieder erforderlich, denn ständig kommen neue Leute rein. Ganz normal. Daher ist das immer wieder erforderlich. Okay, also bis dann. Ciao.